Das Fahrwerk einer Straßenbahn wird regelmäßig auf Risse im Material untersucht. Auch das Spurmaß muss stimmen. Nach 500.000 Kilometern oder nach 8 Jahren, je nachdem, was früher eintritt, werden alle 38 Straßenbahnen des Jena-Nahverkehrs einer Hauptuntersuchung unterzogen. Das schreibt der Gesetzgeber vor. Dabei wird auch das Fahrwerk ausgebaut. Etwa 1,5 bis 2 Monate braucht das Team der Straßenbahnwerkstatt in der Regel für eine solche Hauptuntersuchung. Dabei wird das Fahrwerk in seine Einzelteile zerlegt. Ein typisches Verschleißteil ist die Schienenbremse. Sie muss aus- und wieder eingebaut werden. Ingo Schulz ist einer von 2 Werkstattleitern und hat mit seinem Team aus 20 Mitarbeitern und 3 Auszubildenden neben den Aufträgen für Hauptuntersuchungen auch regelmäßige Inspektionen und Reparaturen abzuarbeiten. Ihm liegt wie dem Sachgebietsleiter Straßenbahn Dirk Jackisch die Sicherheit der Jena-Fahrgäste sehr am Herzen. Wir befördern beim Jena-Nahverkehr deutlich mehr als 20 Millionen Fahrgäste im Jahr und davon einen ganz, ganz großen Teil mit der Straßenbahn. Und um diese Fahrgäste auch wirklich sicher von A nach B zu bringen, ist eine wirklich sehr gründliche Instandhaltung und auch Instandsetzung, Inspektion und Durchsicht an den Fahrzeugen notwendig. Und das führen wir hier am Standort durch. Und das führen wir mit unseren technischen Mitteln und unserer technischen Ausrüstung durch. Und wir haben auch hier unser Team dazu konzentriert. Bei einer Hauptuntersuchung wird die Straßenbahn nahezu komplett auseinandergebaut. Alles im Inneren der Bahn wird gesäubert und wenn nötig ausgebessert und nachlackiert. Dem Fahrgast wird es nicht auffallen, aber die Sitzpolster lässt der Nahverkehr neu beziehen. In der Straßenbahnwerkstatt gibt es auch Dacharbeitsstände, um die Niederflurbahnen von oben inspizieren zu können. Klimageräte werden abgebaut und die Stromabnehmer gereinigt und kontrolliert. Auch die Außenhaut der Straßenbahn wird bei der Hauptuntersuchung neu gestaltet. Wie die neuen Straßenbahnmodelle erhalten die älteren Bahnen blau und nicht mehr weiß als Grundfarbe. Das einheitliche Design bekommen auch die älteren Straßenbahnen, die aus den 90er Jahren stammen. Es sind uns auch Komfort und auch Design und Anmutung der Straßenbahn wichtig. Dazu führen wir Hauptuntersuchungen durch, bei denen so ein Straßenbahnfahrzeug letztlich nahezu vollständig auseinandergenommen wird und in einem gut erneuerten Zustand wieder zusammengebaut, auch dann dem Betrieb und der Stadt Jena wieder übergeben wird. Dazu führen wir auch kleinere Inspektionen und Durchsichten hier am Standort durch, wo es vor allen Dingen darum geht, Betriebsstoffe aufzufüllen, kleinere Schäden zu beseitigen und auch dort die Bahn wieder technisch sicher und funktionsfähig dem Fahrgast, unserem Betrieb und der Stadt Jena zur Verfügung zu stellen. Aber nicht nur die Linienfahrzeuge und die historischen Bahnen werden in der vor knapp 20 Jahren in Burger neu gebauten Straßenbahnwerkstatt gewartet. Auch die Partybahn kommt hier in die Kur. Momentan ist sie total entkernt, denn sie wird umgebaut und soll künftig mit neuem Innenleben und neuer Außengestaltung wieder ein Blickfang im Stadtbild sein. Bevor bei der Hauptuntersuchung das Fahrwerk wieder an die Straßenbahn montiert werden kann, wird an der Radsatzbearbeitungsmaschine jeder Radreifen aus Stahl einzeln vermessen und auf das richtige Spurmaß gefräst. Schließlich soll die Bahn nicht entgleisen und doch so leise wie möglich auf den Schienen rollen.